Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst zur Vorschau auf die neue Ausgabe der Weltwoche Nummer 43 vom 28. Oktober 2021. Die Titelgeschichte lanciert eine These, die bis jetzt, glaube ich, noch nicht die ihr gebührende Beachtung gefunden hat. Ich zeige es Ihnen gleich, den Mann, den Herrn, den Sie hier sehen. Das ist der Jude Law der deutschen Politik. Christian Lindner, der FDP-Chef. Und er ist der Last Man Standing. Ich habe das ja auf Weltwoche Daily schon einmal eingestreut, subkutan, jetzt die Titelstory in dieser Ausgabe. Ich habe es gleich selber geschrieben. Der letzte, den wir haben, Europas Bürgerliche, hoffen auf FDP-Chef Christian Lindner. Den letzten Mann, das Bollwerk im Schuldensumpf der Europäischen Union, der Jude Law der Politik, der jetzt inmitten von zähen, klebrigen Koalitionsverhandlungen versucht, eine Regierung zu bilden mit seinen Kollegen Scholz und Habeck, zwei Schuldenpolitikern der obersten Obraumklasse. Da muss Lindner dagegenhalten. Eine ganz wichtige Aufgabe für ihn, aber nicht nur für ihn, auch für Deutschland und für die Europäische Union. Wir Schweizer sind ja da glücklicherweise nicht dabei und schauen da mit wohlwollender Skepsis diesen Treiben zu. Meine Titelgeschichte, das Porträt von Christian Lindner, aber vor allem auch ein Porträt aus den Verstrickungen der Politik, in denen er sich jetzt bewegen muss, gegen die Kräfte, gegen die er anrennen muss. Ziemlich einsam, nachdem eben alle weg sind. Laschet hat sich selber demontiert, dann Söder hat sich ins Abseits intrigiert. Jens Weidmann, der Bundesbankchef, ist abgetreten. Sebastian Kurz wurde weggefegt von einer Hexenjagd. Der Springer Verlag unter Beschuss. Lindner, der letzte Bürgerliche. So etwas in der Art. Das ist meine Story hier. Toxische Weiblichkeit. Die Irrwege linker Politfrauen. Man muss es einfach mal beim Namen nennen, dass die großen, verheerenden, falschen Weichenstellungen der letzten Jahre. Ja, Entschuldigung, meine sehr verehrten Damen. Da waren Frauen involviert. Das muss man auch mal sagen dürfen. Es gibt nicht nur toxische Männlichkeit, es gibt auch toxische Weiblichkeit in der Politik. Ich bin der Typ mit der Wunderkerze, großes Weltwochengespräch mit Thomas Gottschalk. Erik Ebnetter und ich haben in Baden-Baden den legendären Moderator getroffen, mit Blick auf das letzte Wetten, das er in Angriff nimmt am 6. November. Und wir haben das ganz große Buckel aufgespannt, mit Thomas Gottschalk über sein Leben gesprochen, über Deutschland, über Amerika, über seine Kunst des Moderierens, über die Kunst der guten Laune, die er wie kein anderer zu verbreiten weiß, auch Schicksalsschläge natürlich, damals mit dieser fürchterlichen Wette, Saalwette, die nicht, oder Saalwette ist, glaube ich, das falsche Wort für Wetten-das-Kenner, aber diese fürchterliche Wette, wo die schiefgegangen ist, wo dann einer sich da schwerstens verletzt hat. Höhen und Tiefen einer großartigen Laufbahn. Opium der Eliten, das ist die Europäische Union. Anna Beys, Schule fürs Leben, die Influencerin im Gespräch mit Roman Zeller, dem unermüdlichen Deutschland-Korrespondenten. Baldwin Clan, Alec Baldwin, der Mann, der auf dem Filmset, wo er selber Produzent war, eine Frau erschossen hat. Aus Versehen ein fürchterlicher Unfall, aber Entschuldigung, wer eine Knarre in der Hand hält, ist eben verantwortlich dafür. Das muss man wissen und nicht nur theoretisch dagegen anrennen, gegen den Waffenbesitz. Das ist irgendwo auch die tragische Dimension dieser ganzen Geschichte. Baldwin, ein beherzter Kritiker des Waffentragens in den USA, kann offensichtlich selber nicht mit Waffen umgehen, während all die Konservativen, die er immer kritisiert und die Waffen zu Hause haben, besser damit umgehen können. Die Rache der was auch immer. Glücksfall im Paradies. Freddy Burgers grandiose Hotelperle an der Algarve. Auch das ein Primeur. Wir breaken hier die News, dass der große Entertainment-Unternehmer der Schweiz, Freddy Burger, unermüdlich im fortgeschrittenen Juniorenalter, so vielleicht müsste man das zusammenpassen, dann noch einmal durchstartet in der Algarve, bezeichneterweise zu einem Zeitpunkt, als die Wirtschaft, als das Entertainment, als alles eigentlich da niederlag, hat er eine wunderschöne Hotelperle gekauft an der Algarve-Küste in einzigartiger Lage, vielleicht eines der bestgelegensten, schönsten Hotels in Europa überhaupt. Das ist jetzt etwas stark betont, aber ich kenne nicht alle Hotels, darum darf ich das so nicht sagen. Es gibt sicher noch andere sehr schöne auch, aber das ist wirklich etwas ganz Außerordentliches. Fantastisch, wie das Freddy aufgegleist hat mit Andy Stocker zusammen, einem Unternehmer aus einer berühmten Familie, Cousin, der Stocker-Fan des Klimastocker, mit dem uns ja in der Weltwoche eine skeptische Sympathie verbindet.
Die machen das hervorragend da unten, fantastisch. Wir durften darüber berichten. Thomas Renkli und die Fotografin Rebecca Marshall aus Südfrankreich waren dort und haben diese Algarve-Stimmung eingefangen. Hoffentlich können wir Ihnen das etwas in die Stube zaubern. Das ist ein Schwerpunkt in dieser Ausgabe. Neben vielem anderen, ich beschäftige mich noch in meinem Editorial mit dem Weltwunder Christentum. Dann eine sehr traurige Nachricht. Wir müssen Abschied nehmen von unserem Art Director Daniel Eggspüler, der letzte Woche ganz überraschend verstorben ist. Grauenhafte Meldung. Er litt offensichtlich an einer längeren gravierenderen Herzkrankheit, als wir das vielleicht alle geahnt hatten. Hier trotzdem völlig überraschend aus dem Leben gerissen, in der Blüte seines Könnens und Wirkens. Er hat fantastische Verdienste um die Weltwoche sich erworben, das Redesign gemacht, immer wieder großartige Titelbilder. Ein wirklich toller Mensch, ein feiner Charakter, ein sensibler Kulturmensch, ein Drummer auch einer Rockband mit verschiedenen Interessen. Und der Musik und eben auch Malerei, Kunst, selber auch ein begnadeter Zeichner, sehr, sehr liebenswürdig, bescheiden, nicht einer, der sein Ego in den Vordergrund stellte, sondern immer für die Sache kämpfte. Wirklich ein herber und trauriger Verlust für die Weltwoche. Der einzige Trost besteht darin, dass er urplötzlich, wie es bei solchen Herzgeschichten der Fall ist, gegangen wurde, sozusagen, und das an einem Punkt in seinem Leben, wo er sicherlich mit sehr vielem, auch mit sich, mit seiner Arbeit und im Reinen war und wenigstens das, wenn auch viel, viel zu jung. Und wir verlieren hier nicht nur einen guten Kollegen, sondern auch einen sehr, sehr guten Freund, der uns ans Herz gewachsen ist. Wir haben das so auch in einer Mitteilung dargestellt und unser Beileid natürlich bei den Verwandten, bei den Hinterbliebenen von Daniel Eggspüler. Mit großem Dank für alles, was du erreicht hast, was du gemacht hast für die Weltwoche. Wir werden dich vermissen, wir werden dein Ansehen, deine Arbeit, deine Art, deine verschmitzte, kluge Heiterkeit in allerbester Erinnerung behalten. Christian Lindner, der Letzte, den wir haben. Ich bin der Typ mit der Wunderkerze, Thomas Gottschalk. Ja, das ist ein Ausschnitt aus der neuen Weltwoche. Hier noch einmal der Blick aufs Cover. In Leuchtfarben gelb, die FDP-Farbe, und Christian Lindner, der Jude Law der deutschen Politik. Würde mich freuen, wenn Sie die Weltwoche in die Hand nehmen und nicht gleich wieder weglegen. Und ich bin sicher, Sie finden etwas, was Sie interessiert. Unbedingt auch den neu gestalteten Leben-Heute-Teil anschauen, da mit ganz neuen, fantastischen auch Gefäßen, interessanten Interviews, Menschen, Begegnungen, Veranstaltungen. Ein runder Blumenstrauß, ein bunter Blumenstrauß von unterschiedlichsten Texten und Inspirationen hoffentlich. Ich danke Ihnen, einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns spätestens in einer Woche wieder und sonst geht es ja dann bei Weltwoche Daily gleich wieder weiter. Vielen Dank.